Das ist ganz, ganz wichtig, liebe Geschwister. Deswegen verbreitet diesen Livestream. Teilt ihn bei euch. Ja, damit so viele Muslime wie möglich fasten. Und teilt mein Video. Das dauert nur eine Minute. Eine Minute. Liebe Geschwister, jeder, der durch euch anfängt zu fasten, habt ihr den Lohn dafür. Wir haben eine Verantwortung. Wir müssen gegen diesen Schwachsinn vorgehen. Ja, weil, wie gesagt, ich bin heute von so vielen kontaktiert worden, die mich fragen, wird Ramadan verschoben? Das sieht man ja schon, dass manche gar nicht wissen, was Ramadan ist. Ramadan ist ein Monat. Fasten heißt Siyam oder Saum. Ramadan heißt nicht Fasten. Ramadan ist der Name von einem Monat. Das letzte Video, was ich hier hochgeladen habe, rede ich darüber. Das ist eine Minute nur. Eine Minute. Weil ich kann momentan nur einminütige Videos hochladen. Das ist aber auch egal. In einer Minute kann man viel verbreiten. Und das Fasten ist nicht gesundheitsschädlich. Das ist völliger Blödsinn. Völliger Blödsinn. Wer krank ist, wer Corona hat, muss nicht fasten, weil er krank ist. Genauso wie wenn er, was weiß ich, eine Grippe hat und muss oder eine bakteriellen Infekt, dass er Penicillin nehmen muss oder irgendeine andere Krankheit, die ihm das Fasten erschwert oder die durch das Fasten schwerer macht oder wodurch er sogar durch das Fasten sterben würde, dann bricht er sowieso das Fasten. Das brauchen wir nicht, da brauchen wir keine Fatwa für von der Asra, das steht im Koran. Aber wie gesagt, ich habe gerade eben mit einem Scheich aus Ägypten geredet über WhatsApp und er hat mir gesagt, das ist eine Lüge, das stimmt nicht. Sondern es wurde ein Interview gemacht mit Ali Jumu'ah, wo er gesagt hat, der früher Mufti war, wenn man Beweise hätte, dass das Fasten dazu beiträgt, dass sich der Virus verbreitet, dann könnte man darüber reden. Aber man hat da keine Beweise für. Das ist der größte Quatsch. Aber seht ihr, so werden die Wörter verdreht. Deswegen lasst euch davon nicht für blöd verkaufen. Wie schon gesagt, Gemeinschaftsgebet, Ansteckungsgefahr. Die Gelehrten, auch der Azhar, haben Fatwa darüber gegeben, dass man in dieser Situation dann, okay, um die Ansteckungsgefahr zu vermeiden, dann zu Hause betet. Das ist der Punkt.